Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gold Rush, dem Spiel, was uns allen so viel Spaß bereitet. Mein Name heißt Garderul und wollen wir mal gucken, wie wir den jetzt hier anhängen können, weil der scheint auch verkehrt rum zu sein, oder? In der letzten Folge war mir nicht ganz sicher, ob wir Wasser und Strom brauchen bei den ganzen Geräten hier. Bis mir dann eingefallen ist, da sind ja immer Icons drüber und wir sehen, wir brauchen nur Strom. Gut, dass wir so viele Verlängerungen haben, damit können wir... Gut, dass wir so viele Verlängerungen haben, damit kann man sicherlich gut... Damit kann man sicherlich gut arbeiten. Mensch, wird Zeit, es ja aufhören aufzunehmen. Geht aber nicht, denn es ist noch so viel zu tun. So, dieses Teil hier. Dieses Teil hier. Muss... in diese Richtung... raus, oder? Trommel! Aber wo sind die Haken? Sieht mir aus, als wäre der auch verkehrt, also als wäre der umgekippt. Andererseits, das Teil sieht richtig rum aus. Und hier diese schönen Ketten. 16 Jahre lang habe ich mit solchen Ketten mich beschäftigt hier. Ja, ja. Ein großer Abschnitt meines Lebens war das. So, wo sind jetzt die Ösen? Ach, die sind hier vorne, oder was? Ob da aber die Seile lang genug sind, das wage ich aber dezent zu bezweifeln. Hoffentlich haben wir da noch andere da. Gut, wir probieren's. Also, jetzt erstmal wieder hier runter. Dann einmal einknicken. Ja, das sieht gut aus. Boah, was für ein kapitaler Hirsch da oben. Junge, was ist da denn los? So, einknicken. Hier auch einknicken. Und dann... soweit es geht runter. Mit unserer Minateure. Und dann gucken wir mal, ob wir die Haken dran kriegen. Ich wage das so ein bisschen zu bezweifeln. So, welcher ist das? Das ist der... Nein! Nein, nein! Nicht! Nein. Nein. Gut, da müssen wir nochmal laden. Das sehe ich schon kommen. Ich hoffe, dass wir ins Menü kommen. Oder auch nicht. Gut, dann laden wir mal eben. Doch, da kommt was. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich zwei. So, aber da wissen wir jetzt schon mal ungefähr, wo wir hin müssen mit der Schaufel. Kannst auch mal so direkt von vorne versuchen. Würde aber trotzdem gerne andersrum drehen. So, weil dann kann man die Vorderseite vielleicht schon mal dranhängen. Ich habe echt die Fürchtung, dass die Kabel zu kurz sind. Ich sag jetzt zu allem Kabel. Es tut mir leid. So, probieren wir nochmal. Sag mal. Spiel? Ich glaube, das Spiel mag mich nicht. Ich starte mal eben neu. So, alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Jetzt sollen wir mal eben gucken, dass wir den richtigen Haken finden. Das ist der vordere. Der müsste dann folglich hier ran. Aber die Seile sind vielleicht zu kurz. Vielleicht kriegen wir jetzt den anderen erst hier hin. Nein, sind alle zu kurz. Also alle Seile mal wegmachen. Jetzt hoffe ich, dass wir von den anderen Seilen, dass wir da vier haben. Sonst haben wir das nächste Problem. Ich lege die auch mal direkt hier hin. Und dann können wir ja an alle anderen Baustellen dann auch die entsprechenden Seile dran machen. So, also, kommen wir mit unserem schicken Wagen hingefahren. Ja, so langsam macht sich unsere Tier-3-Anlage. Jetzt sehe ich dummerweise den Timer nicht mehr. Da fahren wir mal eben einmal rüber. Huch. So. Ich muss ja nicht jedes einzelne rüber schlören.
Das Problem ist jetzt nur, dass wir so viele Sachen da drüber liegen haben, dass uns wieder alles in der Gegend rumhottelt. Mann! Wie man's macht, man macht's falsch. So sieht man auch so ein bisschen die Plätze, wo das ganze Zeug hingelagert wird, damit man da nichts hinstellt. So. Ist das ein längeres Seil? Das ist da. Jo. Das ist länger, da müssen wir die nehmen. Ich hoffe, da haben wir genug von. Was müssen wir wegen einem Seil in die Stadt fahren? Dann drehe ich durch. Gut, dann können wir erstmal die anderen Sachen anschließen dann. So. Ich glaube, wir haben es ohnehin unnötig schwer gemacht mit den ganzen Klamotten. Jetzt hänge ich schon wieder irgendwo fest. So, das war's nicht. Das hier war's. Okay. Und was jetzt passieren kann. Was natürlich jetzt passiert. Aua, voll in die Fresse. Dass die Seile jetzt zu lang sind, kann natürlich passieren. Wir brauchen echt hier auf dieser Seite auch den großen Bagger. Jetzt, wo alles aufgestellt ist. Aber wir wissen dann, wenn wir auf den anderen Sites Tier 3 installieren wollen, dann sollten wir das vielleicht berücksichtigen. Wo? So. Perfekt. Ich habe auch nur so ein bisschen Angst jetzt. So, ich glaube, so geht's. Ja, und das muss da drauf. Und jetzt die Frage, wie rum? Ich vermute mal, dass wir da von oben ranfahren können. Weil die beiden Öffnungen da sind ja eher rechts. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich von oben ran. Würde... Würde ich mal vermuten. Das ist irgendwie noch nicht ganz gut so. Irgendwas an zwei Seile. Die sehen mir auch stabiler aus wie die anderen Seile. Ich glaube, so rum muss es. Dann kommen wir auch von den Motoren. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt bei diesen ganzen Kabeln, die wir angeschleppt haben, ob wir da hinreichend haben. Das nimmt mich Wunder, wie man so schön sagt. Und dann sieht das für mich so aus, als hätten wir schon fast alles komplett. Das Einzige, was mich dann, was ich mich frage, ist, da oben ist ja der Einfüllstutzen. Ne? Müssen wir da mit dem Bagger dann irgendwie immer 5 Kilometer nachher fahren? Oder wollen wir das mit dem Kipper machen? Dann bauen wir das Förderband. Oder mit dem Radlader. Ich glaube, mit dem Radlader wäre wahrscheinlich das cleverste. Dass wir auch mal was Neues sehen. Wobei die ganze Zeit Tier 3 aufbauen auch schon was Neues ist. So. Ich bin begeistert. Wieder schwer zu sehen, aber ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen zurück. Der ist aber ein
etwas empfindlich hier, der Kollege. So. Mehr Glück als Verstand, ich geb's ja zu. Okay, dann haben wir das auch. Das bedeutet, wir können jetzt an die Verkabelung gehen. So, Schaufel runter, wie sich das gehört. Okay, was haben wir denn hier? Einmal Starkstrom. Gut, dass wir so viel Kabel mitgebracht haben. Ich hoffe, wir haben jetzt auch von den Großen genug. Oh Mann, das wäre ja was, wenn da wieder was fehlt. So, Schläuche haben wir auf jeden Fall genug. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Naja, wir wissen es ja auch nicht besser. Also hier brauchen wir Starkstrom. Und hier unten den normalen. Und eventuell einen Wasseranschluss. Ich glaube, da unten kommen wir ganz gut hin mit einer Verlängerung. Das sollte eigentlich funktionieren. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir den ganzen Kram hier, den wir nicht brauchen. Oh Mann, ey. Wir probieren es erstmal hiermit. So. Wo war denn jetzt der Strom? Ja. So, dann einmal hier rum. Duplex Jake, angeschlossen. Okay, und der brauchte kein Wasser, ne? Genau, der braucht nur noch einen weiteren Eimer. Was auch immer hier dann drunter kommt. Gar nichts. Keine Ahnung. Genau, und der braucht Strom. Von einem großen Stromanschluss. Wir haben echt kein großes Kabel mehr, oder was? Ey, ich drehe. Oh Mann, es tut mir leid, Leute. Es tut mir echt leid, aber ich weiß man vorher nicht, ne? Das war ein Ding nicht. Das geht von ganz alleine. Nee. Gut. Gut, dass wir so viele Schläuche haben. Die Lampen packe ich jetzt nicht nochmal ein. Die versuche ich stattdessen mal hier zu positionieren. Wobei die Betonung hier auf Versuchen liegt. Hier zum Beispiel. Ja. Und dann will ich noch eine da, wo wir abbauen. Wobei ich noch nicht genau weiß, wo das sein wird. Wenn wir erstmal mit dem Waschtisch oder so arbeiten. Ansonsten wäre das ja hier oben. So. Okay. Und das ist das, das ist jenes. Und ich habe einen großen Appetit. Aber ich glaube, ich muss noch ein paar Folgen aufnehmen, damit wir nicht wieder leer laufen. Dann wird nämlich wieder fürchterlich geschimpft mit mir. Am liebsten von den Leuten, die den Adblocker aushaben. An. Entschuldigung. Echt kein weiteres Kabel mehr von den Großen hier. Das gibt's doch gar nicht. Na gut. Genau. Wasser wollen wir gucken, ob wir irgendwo Wasser brauchen an dem Gerät da unten. Und das kann man ja ganz gut sehen, indem man einfach mal so ein bisschen langläuft. Und guckt, ob da irgendwo was gelb aufleuchtet. Aber die Anzeige ist korrekt, das braucht kein Wasser. Das Ding da oben braucht halt Strom. Okay, dann würde ich sagen, dann schließen wir mal eben kurz den anderen Kram an. Wir hatten ja hier oben noch. Brauchen wir den dann eigentlich jetzt? Ja, brauchen wir. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Starkstromkabel. Okay. Gut, also Wasserfilter dran, Pumpe einrichten und dann sind wir hier erstmal soweit, glaube ich, durch. Ich wüsste jetzt nicht, was wir hier noch vergessen hätten haben können.
Und wir wollen ja nicht unnötig. Ach so, da hinten, das ist ein Mega-Ding. Das muss ich auch noch ausprobieren, was das wohl war. Filter. Und wir wollen das natürlich nicht unnötig in die Länge ziehen. Heute kriege ich Kilometergeld. Ich hätte auch längst mit dem Auto dahin fahren können, ich weiß. Passt. Aber dann muss ich euch recht geben, dann haben wir wirklich diesen Fluss hier irgendwann wirklich ganz schnell leer gesaugt. So, Eingang. In. Fluss kann man das ja gar nicht nennen. So, so geht's. Autsch! Okay, das ist das. Das ist daran angeschlossen. Der hat Sprit. Und dann. Kommt der von hier. Nach da. Gut, das ist auch fertig. Dann haben wir hier überall Strom. Dann haben wir überall Wasser. Dann wollte ich noch gucken, ob an die Trommel noch irgendwo Wasser ran muss. Aber das glaube ich auch nicht. Ist ja auch nur ein Stromzeichen drin. Und hier kommt halt nur raus. Da oben haben wir schon angeschlossen. Gut, dann fehlt da vorne noch ein... Hier müssen wir noch Strom hinlegen, aber weiß ich nicht wie, weil es wird ein bisschen im Weg liegen. Das Kabel, da fahren wir immer drüber. Was so gut ist, ich weiß es nicht. So, von dem ganzen Kram haben wir auf jeden Fall genug. Was uns fehlt... Ja, wir könnten es zur Not mit Aggregat betreiben, ne? Aber das will ich nicht. Also wir brauchen eine Verlängerung, haben wir. Wir brauchen zwei große Stromkabel. Und... Ansonsten glaube ich, dass wir ganz gut durch sind hier. Wir können dann in den nächsten Folgen wieder Tier 2 baggern. Ja. Also Tier 3, eine ganz schön mächtige Sache. Aber Moment mal, wie kommen wir denn jetzt? Wie kommen wir denn jetzt mit dem Bagger? Ach, von da vorne wahrscheinlich, ne? Von hier. Steht die Lampe eh grandios im Weg. Die stellen wir da mal lieber hier hin. Ach komm. So. Ja, ich glaube, wir müssen dann immer hier hochfahren und dann das hier reinkippen. Kann das sein? Und das richtige Zeug, die großen Brocken fallen dann direkt da raus. Oh Gott. Puh, Glück gehabt. Ach so, da hinten ist eine Wanne, wollten wir noch gucken. Das machen wir nochmal eben schnell. Wir haben noch einen Teil übrig sozusagen. Das ist, wenn man ein Motorrad schraubt. Wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich erzähle das einfach mal so. Ich tue einfach so, als hätte ich Ahnung. Und das ist, die haben auch immer einen Teil, lassen die immer übrig. Ne? Die bauen das komplett auseinander und lassen dann einen Teil übrig. Damit die dann bei ihren Jungs erzählen können, oh, ist da gebaut. Fährt trotzdem noch. So. Gut. Ja, durch die ganze Unterbrechung weiß ich jetzt gar nicht, wie wir in der Zeit liegen. Deswegen kann es sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. Es hat zwar gehupt, aber ich glaube, das war nicht ganz richtig. Und in der nächsten Folge lieber zukünftiger Garderol, wenn wir hier jetzt nichts finden sollten. Ist mal wunderbar über das Stromkabel drüber gefahren. Das scheint mir aber nichts auszumachen. Wäre es dann eine Überlegung, dann nochmal zu buddeln? Der Bagger ist echt sehr, sehr schnell. Also da muss man echt... Ja, wir müssen auch nochmal buddeln, weil... Wir haben ja diesen Klemm noch nicht gekauft. Ich hatte ja gesagt, erst wird er gekauft. Aber ist das hier ein Platz, wo Sachen abgestellt werden, die noch eingebaut werden müssen? Sieht auch cool aus, ne? Ein bisschen Stein. So. Und...
Gut, wir gucken mal ganz schnell. Die Lilith. Der. Die Lilith. Der. Und noch einer. Schawupp. Der hier. So. Da leuchtet zumindest nichts. Möglicherweise haben wir das doppelt. Wie finden wir das raus? Indem wir es einfach mal jetzt irgendwo dahin fahren und uns das mal angucken. Aber ich glaube, das haben wir echt doppelt. Aber trotzdem sollte es nicht hier rumstehen, sondern dann verkaufen wir das wieder. Nee, das muss doch wo ran. Guck, siehst du? Gut, dann machen wir das auch noch eben. So viel Zeit haben wir noch. Also eigentlich nicht. Ich muss jetzt noch unbedingt Railway Empire aufnehmen. Oder Transport. Oder beides müsste ich eigentlich noch heute aufnehmen. Eieieiei. Je ne sais pas, was ich als erstes machen soll. Dann haben wir da Out und da In. Da bin ich wahrscheinlich genau auf der falschen Seite wieder. Das wäre natürlich wieder hervorragend. Wir machen hier noch ein bisschen höher und da noch ein bisschen höher. Und da machen wir auch noch ein bisschen höher, weil ich glaube, wir... Ich habe wieder das übliche Problem, dass mein Kabel zu lang ist. Das ist immer das Gleiche. Da hätte mich doch gewundert, dass da irgendwas falsch ist. Oder fehlt oder so. Und jetzt haben wir das genau verkehrt rum. Ja. Das ist genau verkehrt rum. Vielleicht nimmt das trotzdem, aber ich glaube nicht. Gut, also, das klemmen wir noch ein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Diese Staffel werde ich jetzt beenden, weil, ne, aus Gründen, ich habe es jetzt oft genug erklärt. Siehst du, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Jetzt haben wir wieder hier das, den Knick in der Optik-Problem. Wir gehen mal noch ein kleines Stückchen vor. Der wird das nicht annehmen. Nee. Okay, also. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen. Und ich werde das jetzt noch hier reinfummeln. Und dann werde ich in die Stadt fahren, den Goldbrocken verkaufen und sehen uns dann am nächsten Tag wahrscheinlich. Dann ist es wahrscheinlich dunkel. Sehen wir uns dann im Tier 2 Claim wieder. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Euch alles Gute. Auch in diesem Monat gilt mein ganz besonderer Dank den treuen Unterstützern auf Tippi. Alle Ziele, alle Belohnungen und alle weiteren Infos findest du unter dem eingeblendeten Link gada.link/tippek. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Unseren Sendeplan findest du unter tv.gado.de. Der zeigt dir an, wann die nächste Folge von deinem Lieblingsprojekt kommt. Außerdem habe ich dir unten rechts noch die Gelegenheit gegeben, mir ein Abo dazulassen. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube. Gute Unterhaltung.